Hallo, ich bin Xenia Spies und ich grüße dich auf meinem Kanal. Rhabarber-Saison ist in vollem Gange und ich darf diese Gelegenheit natürlich nicht verpassen und backe einen Rhabarberkuchen. Diesmal wird es ein Kuchen mit Streuseln sein, sehr locker, leicht und unglaublich lecker. Alle Mengenangaben findest du sowohl im Video als auch unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß beim Schauen und Nachbereiten! Für die Streusel nehme ich 150 Gramm kalte Butter, 150 Gramm Zucker, Prise Salz und 300 Gramm Weizenmehl. Alle Zutaten kommen in eine Rührschüssel, die Butter in kleine Stücke geschnitten, das Mehl wird hineingesiebt und verarbeite dann das Ganze zu Streuseln, indem ich alle Zutaten mit den Händen knete. Solche lockeren Streuseln sind es geworden. Der ganze Kuchen besteht ausschließlich aus Streuselteig, wundere dich also nicht, dass ich keinen anderen Teig anrühre. Die Streuseln kommen jetzt für 20 Minuten in den Kühlschrank und währenddessen beschäftige ich mich mit Rhabarber. Für die Füllung nehme ich etwa 500 Gramm Rhabarber und 3 Esslöffel Aprikosenmarmelade. Je nach Lust und Laune ersetze ich diese Marmelade durch Himbeermarmelade. Rhabarberstängel habe ich gewaschen, trocken getupft und nicht geschält. Das wird keinerlei Auswirkung auf den Geschmack geben, dafür bekommt der Kuchen eine schöne rötliche Farbe. Den ganzen Rhabarber schneide ich in etwa 1 cm große Stückchen. Für den Kuchen nehme ich eine Springbackform, die 26 cm im Durchmesser hat. Eingefettet ist sie schon und nun kommen etwa 2/3 der Streusel hinein. Gleichmäßig verteilen und mit einem Esslöffel andrücken, so dass es ein glatter Kuchenboden entsteht. Dabei werden auch die Ränder hochgezogen. Mit dem Esslöffel geht es ganz easy, probier es einfach aus. Schau mal, so ordentlich und akkurat sieht es danach aus. Jetzt wird der Kuchenboden mit Marmelade bestrichen. Jetzt kommt das ganze Rhabarber hinein und die restlichen Streuseln werden gleichmäßig darüber verteilt. Der Kuchen kommt dann in den vorgeheizten Backofen und verbringt dort etwa 30 Minuten bei 180 Grad Ober- und Unterhitze, bis er goldbraun ist. Und fertig ist der aromatische Rhabarberkuchen. Jetzt noch etwa 10 Minuten abkühlen lassen und aus der Form lösen. Wenn der Kuchen komplett abgekühlt ist, gerne kannst du ihn auch mit Puderzucker bestreuen. Ich mache es nicht, für mich ist er süß genug, also schneide ich ihn direkt an. Für meine Familie ist dieser Kuchen ein Muss im Frühling. Schön locker, süß-säuerlich im Geschmack, liegt nicht schwer im Magen und natürlich sehr, sehr köstlich. Das war's für heute. Danke dir fürs Zuschauen. Über dein Abo, Feedback und Like würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Video.